Wir sind heute in Frankfurt für unser Teambuilding-Event von der Closer Akademie Guldan GmbH und wir haben heute einen kleinen Amateur-Vlog, ja, den ich versucht habe zu filmen, euch mal ein bisschen mitzunehmen, euch zu zeigen, was machen wir hier, auch mal einen Teil von unserem Team, dass ihr den auch kennenlernt. Wir haben spannende Interviews heute, aber ich würde sagen, wir starten jetzt mal in Hamburg. Los geht's. Wir fahren jetzt gerade an den Hamburger Flughafen. Unser Flug geht jetzt gleich Richtung Frankfurt, denn heute ist Team-Event in Frankfurt von unserer Firma. Da wird ein Großteil der Mitarbeiter da sein. Lea und ich gehen jetzt noch in die Lounge am Flughafen was futtern und dann fliegen wir nach Frankfurt und da sehen wir uns dann wieder, wenn wir abgeholt werden. Ich habe mir überlegt, dass ich eigentlich wieder Holzklasse fliegen müsste, weil wenn du Business Class fliegst, dann kriegst du so einen kostenlosen Lounge-Zugang. Und in der Lounge ist alles kostenlos. Das heißt, du kannst da wirklich all you can eat machen. Ich fress mich immer so voll. Jetzt steigen wir in den Flieger nach Frankfurt und auch wenn der Flug nur eine Stunde dauert, du kriegst da auch all you can eat, all you can drink. Und ich werde halt fett. Ja? Und seit ich nicht mehr rauche, habe ich ein anderes Laster. Essen. Genau 10 Minuten Zeit, deswegen zeige ich euch jetzt noch ganz kurz, wo wir übernachten, weil mehr ist hier nicht. Das ist der Eingangsbereich, das ist immer das Coole, wenn man so Suiten bucht, weil dann hat man einfach ein bisschen mehr Platz, als wenn man keine Suite bucht. Und ich stelle gerade fest, einen riesengroßen Fernseher. Dreh dich um, sonst sieht man nur einen Fernseher. Du sollst ja mit drauf. Schauen, wie groß der ist. Leider Gottes haben wir keine Zeit zum Fernsehen schauen. Macht aber nichts. Und ja, cool. Schön. Jo, wir gehen jetzt los und was für euch jetzt dann am spannendsten wird, das sind die Interviews mit unseren Mitarbeitern, mit den Closern, weil da kannst du einiges lernen und da gehen wir jetzt hin. Regina ist bei uns quasi für alles rund um das Thema Sales zuständig, also neue Closer rekrutieren, Closer ausbilden und auch tatsächlich die Kunden betreuen. Und jetzt, Regina, die Preisfrage. Was ist die spannendste Erfolgsgeschichte oder die rührendste Erfolgsgeschichte, die dir jetzt spontan einfällt bei einer Kundin oder beim Kunden? Die rührendste Erfolgsgeschichte? Ich war tatsächlich auch sehr beeindruckt, muss ich sagen, unter anderem von der Ellen. Weil da hat ja ein Ehepaar mal bei uns gestartet zusammen. Ja. Sorry, ich habe mein... Er war, glaube ich, erstmal so die treibende Kraft und hat sie dann noch mit ins Boot geholt. Ja. Und die machen das hauptsächlich für ihre Familie. Und sie dann eben noch quasi mit eingetütet, sage ich jetzt mal. Und sie war dann, glaube ich, mit Abstand eine unserer schnellsten Kundinnen in der Umsetzung. Ja. Die war dann so Feuer und Flamme und hat, glaube ich, nach einer Woche oder so, hat die zum Closen angefangen, weil sie es halt auch nicht nur für sich macht, sondern auch für ihre Familie. Geil. Also die weiß halt einfach, wofür sie es macht und hat sich halt irgendwie nicht auf Ausreden ausgeruht. Das ist auch noch ein großer Unterschied tatsächlich. Suchst du nach Lösungen oder suchst du immer wieder nach Ausreden? Und die hat halt irgendwann keinen Bock mehr nach Ausreden zu suchen, sondern hat halt angefangen nach Lösungen zu suchen. Geil. Und abschließend, weil du hast jetzt gerade die Ellen auch nochmal ins Spiel gebracht. Ja. Wir suchen ja auch, wie gesagt, aktuell Personal und wir wollen ja auch eine Frau. Was kannst du als Frau den Frauen mitgeben, die sagen, hey, ich will auch Karriere machen, ich will erfolgreich werden, ich will was aufbauen. Was kannst du als Frau mitgeben, was ich jetzt als Typ nicht mitgeben kann? Dass sie sich nicht davon einschüchtern lassen sollen, dass ja die Closer- oder generell Sales-Branche nach außen hin noch sehr männerlastig ist. Mhm. Ich glaube, davon lassen sich tatsächlich viele abschrecken, weil sie sich denken, oh ja, nee. Man sieht immer nur, die Lautesten sind halt immer die Männer. Das ist einfach so. Ja. Ne? Aber lasst euch davon nicht einschüchtern. Also ich muss wirklich sagen, mit unseren Frauen, auch wenn sie vielleicht noch ein bisschen in der Minderzahl sind, sind immer die, die es am schnellsten umsetzen. Ja. Und die einfach...
die machen es einfach. Die suchen keine Ausreden, die machen es nicht unnötig kompliziert. Hat ja auch letztens wieder der Simon zum Beispiel gesagt, dass er den Eindruck hat, dass die Frauen irgendwie, ich sag's jetzt einfach mal, mehr Eier in der Hose haben ja. als so mancher Mann. Also traut euch da einfach mehr zu. Und das, was ihr noch nicht könnt, bringen wir euch bei. Geil. Ich sitze hier mit dem wunderbaren Niklas. Niklas hat schon mehrfach sechsstellig Umsatz jetzt geclosed. Niklas, seit wann arbeiten wir zusammen? Jetzt ungefähr seit einem halben Jahr, ne? Geil. Ja. Also ich weiß natürlich, seit wann wir zusammenarbeiten, das war eine Fangfrage. Wie hat sich dein Leben verändert, weil du bist ja gleich Vollzeit eingestiegen bei uns, wie hat sich dein Leben verändert durch die Entscheidung zu sagen, hey, ich gebe jetzt hier Vollzeit Gas? Also ich habe Punkt A gemerkt, wenn du den Fokus halt wirklich auf eine Sache richtest, dann hast du da eben doch in relativ kurzer Zeit ja, messbare Ergebnisse. Ja. Und seitdem wir zusammenarbeiten, ist das Einkommen eigentlich jeden Monat kontinuierlich gestiegen. Also innerhalb der ersten ein, zwei Monate des Ursprungs netto damals verdoppelt. Mittlerweile reden wir über eine Verdreifachung, Vervierfachung. Also das passt auf jeden Fall. Absolut verdient. Jetzt rein, also uns gucken ja auch viele zu, die jetzt noch nicht so weit sind wie du. Was macht für dich, ich habe Regina vorhin schon gefragt, aber was macht für dich so den größten Unterschied zwischen denen, die dann bei uns im Training wirklich komplett durchziehen, am Ende richtig geile Ergebnisse haben und die, die ein bisschen länger brauchen? Wo würdest du sagen, ist da der größte Unterschied? Also ich glaube tatsächlich, es steht und fällt mit der Umsetzung. Mhm. Also nicht nur, wie schnell du anfängst umzusetzen, sondern halt auch das kontinuierlich durchziehen und nicht irgendwo auf der Strecke verloren gehen, in Anführungszeichen. Also sich halt wirklich an das halten, was man vorher committet. Also man macht ja mit uns auch ein Commitment und sagt, hey, die nächsten 8 Wochen Vollgas. Und dann halt wirklich straight einfach durchziehen, dass wir das machen, was wir denen oder was wir zeigen. Ja. Und dann funktioniert es hinten raus auch. Also das ist die Quintessenz bei den Leuten, die das genau so umsetzen. Geil. Wie hast du es geschafft? Also letzte Frage, dann entlasse ich dich, weil ich weiß, dass du noch einen Termin hast. was war für dich jetzt als Niklas so das, was dir am meisten geholfen hat, wirklich dein Leben jetzt so oder speziell dein Einkommen so drastisch zu erhöhen? Also wirklich der Fokus. Aha. Und immer reflektieren, was ist jetzt vielleicht nicht so gut gelaufen, gerade in dem Gespräch oder in der Woche oder in dem Monat. Dann gucken, wie kann ich es verbessern. Und oftmals muss ich sagen, es sind sogar nur die Kleinigkeiten. Also am Ende mit der Abschlussphase vielleicht nochmal eine Frage mehr stellen oder fragen, wie geht's dir jetzt gerade. Das sind halt viele Kleinigkeiten gewesen, die aber am Ende einen riesen Effekt haben. Und den spürst du auch direkt im nächsten Monat. Also immer reflektieren und dann daraus besser werden. Geil. Niklas, vielen Dank. Sehr gerne. Jetzt nach siebenstellig geclosedem Umsatz, wie hat sich dein Leben verändert? Ja, also es ging irgendwie alles viel zu schnell, muss ich sagen. In der kurzen Zeit, ja, hat sich mein Leben komplett umgekrempelt. Also ich arbeite jetzt komplett von zu Hause aus und verdiene so ungefähr vielleicht das Fünffache von früher. Wenn es reicht, ja. Also ja, wahrscheinlich sogar noch mehr. Also ja, schon ziemlich heftige Veränderung auf jeden Fall. So heftig, was man schaffen kann, wenn man gutes Time-Management hat. Ja. Und wenn man auch einfach diese schlechten Erfahrungen, die man macht im Leben, ummünzt in was, was einem nützlich ist. Okay. Und ja, wie zielgerichtet das man werden kann und ja, vor allem, wie man sein Umfeld verändert, wie alles Hand in Hand geht. Ja, also sowohl der berufliche als auch private Veränderung, wenn man das mal ins Laufen gebracht hat, hat auch die Erkenntnis, dass es dann gar nicht so schwierig ist. Ja. Geil. Anja ist jetzt seit Januar Vollzeit im Team, du unterstützt uns aber ja schon seit Q4 letztes Jahr. Wollen wir mal ganz vorne anfangen in der Ausbildung, Anja, weil du hast ja 20 Jahre Berufserfahrung in welchem Bereich? Im Gesundheitswesen. Im Gesundheitswesen. Und dann hast du dich aber entschieden, dich beruflich nochmal weiterzuentwickeln, ne? Richtig, ja. Was war für dich der Ausschlag... Hallo! Was war für dich der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, ich will mich beruflich nochmal weiterentwickeln? Um finanziell frei zu sein, um andere Möglichkeiten zu haben und Verantwortung für mich zu übernehmen und nicht für andere. Okay. Wie hat sich dein Leben speziell, seit du jetzt Vollzeit dabei bist, Anja, wie hat sich dein Leben verändert? Komplett um 180 Grad. Inwiefern? Ja, ich habe andere Freiheiten, ich habe andere Prioritäten, ich stelle mein Leben komplett nochmal neu auf. Ja. Habe Ziele, Visionen, wo ich hin will und fange einfach nochmal neu an. Geil. Ja.
Also ihr seht, ne, jetzt auch, weil viele immer denken, boah, aber ich bin ja keine 30 mehr, bla bla bla. Ne, ich meine, Anja, du bist immer noch jung im Herzen. Knapp über 30. Anja ist knapp über 30. Aber man kann auch, wenn man schon, ne, weil du bist ja Führungskraft gewesen, ne? Ja. Also man kann trotzdem noch sagen, hey, ich will, wenn einen das nicht 100% glücklich macht, Neu starten, ja. Genau, richtig. Die Freiheit hat jeder von euch. Also das ist richtig stabil, ne? So, jetzt gehen wir mal in deinen täglichen Job rein. Du arbeitest ja aus dem Homeoffice, du bist bei uns für die Terminierungen zuständig, damit das alles sauber läuft. Was sind da deine Learnings? Ja, dass ich halt Freiheit habe, zu Hause zu arbeiten, mir meine Zeit einteilen kann, nicht mehr morgens mit miesmütigen Leuten in der S-Bahn sitzen muss. Ja. Es mir wurscht ist, ob die jetzt streiken oder nicht. Ne? Mega. Und habe mein Herz eben fürs Opening entdeckt. Man muss dazu sagen, Anja hat mit den wichtigsten Job bei uns in der Firma, weil wenn Anja komische Leute legt, die nicht bei uns in die Ausbildung reinpassen, funktioniert gar nichts mehr. Kann man das so sagen? Ja. Richtig. Allerdings. Also das bedeutet, wenn ihr euch bei uns für einen Beratungstermin meldet, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ihr mit Anja sprecht. Und Anja wird dann aber auch gucken, ob das Sinn macht. Ne? Magst du vielleicht so ein paar Tipps geben, was man mitbringen muss oder worauf du speziell achtest, dass man bei uns einen sauberen Termin bekommt? Ja, die Motivation muss da sein, ein ehrliches Interesse. Und damit hat man eigentlich schon gute Karten, dass man durch die Tür kommt. Okay. Was ist für dich ein absolutes Ausschlusskriterium, wo du sagst, nee, tut mir leid, dann kriegst du nicht mal einen Termin bei uns? Wenn man merkt, dass jemand lügt am Telefon, okay, nicht aufrichtig ist, sich selber belügt, uns belügt, dann ist vorbei. Okay. Jetzt, du bist jetzt, wie gesagt, auch schon, du hast jetzt gesagt, Ende September dabei. Da gibt es ja auch schon einige Erfolgsgeschichten, die du quasi bei uns mit reingebracht hast. Gibt es eine ganz spezielle Person, an die du dich vielleicht noch erinnerst, wo du dir denkst, boah, da freut es mich richtig, dass der oder die den Start hier gemacht hat? Nicht eine spezielle, ich freue mich eigentlich für jeden, aha, der durchkommt und der startet und der umsetzt und wo ich dann in den Live-Calls sehe und mir denke, jawohl, dich hatte ich am Telefon, konnte dir ein Stück weiterhelfen. Also es freut mich ehrlich gesagt für jeden, der die Chance nutzt und sich weiterentwickelt. Stark. Anja, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Und nehmt was mit von dem, was Anja gesagt hat. An der Stelle merkt man mal wieder, dass ich kein professioneller YouTuber bin, sondern Closer. Ich habe nämlich ganz vergessen, ein Outro zu filmen, deswegen mache ich das jetzt hier aus dem Homeoffice. Wir sind jetzt wieder zu Hause, es war ein richtig cooles Team-Event. Für alle, die sich fragen, warum sind nicht alle Mitarbeiter dabei? Naja, ganz einfach, wir haben das Event letztes Jahr schon geplant. Da waren wir noch zu sechst im Team. Jetzt mittlerweile sind wir ja weit über 10 Leute. Das Event wurde aber nur geplant für alle, die Stichtag letztes Jahr schon bei uns einen offiziellen Arbeitsvertrag unterschrieben hatten. Aber ich hoffe, ich konnte dir oder wir konnten dir mal ein bisschen Einblick geben, wie es ist, tatsächlich Teil unserer Firma zu sein, bei uns zu arbeiten. Wir legen extrem viel Wert darauf, dass sich Mitarbeiter weiterentwickeln. Jeder arbeitet bei uns aus dem Homeoffice, ja, also wir treffen uns ein paar Mal im Jahr, aber im Endeffekt kann jeder ortsunabhängig remote arbeiten. Zweitens, egal ob du bei mir im Closing oder im Opening arbeitest, du bekommst Provision und zwar nicht zu wenig. Selbst auf einer Opener-Stelle kannst du ein sechsstelliges Jahresgehalt dir erarbeiten, weil du eben auch leistungsbezogen bezahlt wirst. Als Closer sowieso Minimum sechsstelliges Jahresgehalt, einfach, also nicht Minimum, sondern sechsstelliges Jahresgehalt, ja, siebenstellig, soweit sind wir noch nicht. Aber du wirst weit über 100.000 Euro im Jahr verdienen, wenn du als Closer bei mir arbeitest. Wichtigste Voraussetzung ist allerdings, dass du hier meine Ausbildung absolviert hast. Ich arbeite nicht, niemals und es wird nie passieren mit Externen. Ich arbeite nur mit Leuten, die selber die Ausbildung hier gemacht haben. Denn nur jemand, der die Ausbildung hier selbst am eigenen Leib mitgemacht hat, der weiß, wie es sich anfühlt, was die Herausforderungen sind. Der weiß, wie es ist, quasi einfach was Neues zu lernen, der weiß, wie die Prozesse funktionieren und was am allerwichtigsten ist. Und jemand, der hier meine Ausbildung gemacht hat, der ist einfach extrem gut im Closing, im Thema Sales, ja, speziell im Thema digitalen Vertrieb. Das heißt, wenn du dich wirklich beruflich neu orientieren möchtest, wenn du dich weiterentwickeln möchtest, dann war die Chance und die Zeit noch nie so gut wie jetzt, tatsächlich auch eine Stelle in meiner Firma zu bekommen. Vorausgesetzt, das Ganze ist überhaupt interessant für dich, ja. Viele wollen ja auch in anderen Branchen arbeiten. Ich weiß aber auch, dass ganz, ganz viele Leute auf mein Thema haben, auf meine Firma.
dann gibt es keinen besseren Grund als jetzt. Wir werden dieses Jahr zwischen 10 und 15 neue Vertriebsmitarbeiter einstellen. Die Kriterien und so weiter, die kriegst du alle bei mir in der Ausbildung mit. Wie gesagt, daran wird es nicht scheitern. Step 1 ist jetzt wirklich erstmal, dass du dich bei uns bewirbst. Wenn du Bock hast, die Ausbildung zu machen, dann gehst du jetzt am besten auf hochpreis-closer.de. Das müsste jetzt hier irgendwo eingeblendet werden. Trag dich ein für einen kostenlosen Beratungstermin, da wirst du mit einem meiner Mitarbeiter sprechen und dann kannst du auch hier schon mal ein paar Fragen stellen, wie es tatsächlich wirklich ist, auch bei uns zu arbeiten. Du hast ja schon sehr viele Einblicke bekommen. Du kannst hier auch Fragen zu Partnerfirmen stellen, zu anderen Branchen, die es bei uns quasi vertreten sind, und du wirst hier richtig geile Rückmeldungen bekommen und dann kannst du dich beruflich selber weiterentwickeln. Deswegen geh jetzt auf hochpreis-closer.de, wird hier eingeblendet, trag dich ein für einen kostenlosen Beratungstermin und dann freue ich mich, wenn wir uns auf der anderen Seite sehen und vielleicht sogar irgendwann gemeinsam zusammenarbeiten und ich dir mit einem Lächeln, ja, großherzig, weil du einen geilen Job machst, sehr, sehr gerne jeden Monat mehrere tausend Euro überweise. Ja? Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, hier Mitarbeiter zu werden. Geh auf hochpreis-closer.de. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Bis dahin und bis zum nächsten Video. Dein Konstantin. Servus. Ciao.